Black Mirror 2. Folge 46. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, wie ihr schon hören könnt an der Musik und am Ambiente, es ist ziemliche gruselige Stimmung aufgekommen in der letzten Folge. Falls ihr die nicht gesehen habt und überhaupt nicht wisst, wie wir hier hingeraten sind, auf jeden Fall anschauen. Wir sind jetzt eigentlich dabei, noch den ganzen... Mann, habe ich mich erschreckt. Dämlicher Fake-Seelenschlüssel. Den Quatsch hier zu untersuchen. Ich hatte das Problem, dass mir das Spiel zweimal abgestürzt ist, weil immer wenn dieser Fake-Schlüssel hier loslegt und ich hatte hier das Loch gesehen und man gleichzeitig auf das Loch klickt oder die Animation vom Loch kommt, also Fake-Schlüssel und Loch, hängt das nicht auf. Das ist mir jetzt schon zweimal passiert. Jetzt habe ich extra auch ein bisschen gewartet, bevor das passiert. Und jetzt können wir das Loch natürlich auch in Ruhe anschauen. Ich hasse Ratten! Das wusste ich auch schon, deswegen habe ich mich jetzt nicht erschreckt. Ich hoffe, ihr habt's. Nein, aber wenn das gleichzeitig abläuft, ja, er hier, genau. Und ins Loch schauen. Dann hängt sich das Spiel auf. Das habe ich jetzt schon zweimal geschafft, also muss ich ein bisschen aufpassen. Komisch, dass der Schlüssel immer wieder losgeht. Der ist eigentlich in der letzten Folge gar nicht zu hören gewesen. Aber wenn man das gleichzeitig hat, Fake-Schlüssel und ins Loch schauen, hängt sich's auf. Dann bleibt es einfach... Yeah. Dann bleibt es einfach stehen. Dann ist ewig Ladezeichen und man kann nicht mal mehr escapen. Tja, jetzt weiß ich nicht so rechts. Gehen wir mal darüber, oder? Jetzt weiß ich nicht so rechts, habe ich das wirklich gesagt? Ich weiß nicht so rechts. Oh Mann, ey. Bin schon ganz durcheinander aufgeschlagen. Was ist denn das? Ich weiß nicht genau, wofür hier überall diese Gitter sind. Vielleicht sollen sie großes Treibgut aufhalten. Oder sie sollen verhindern, dass Einbrecher durch den Kanal in Häuser einsteigen. Was heißt die ganzen Gitter? Gibt's da mehr wie eins? Ich weiß nicht genau, wofür hier überall diese Gitter sind. Vielleicht sollen sie großes Treibgut aufhalten. Oder sie sollten verhindern, dass Einbrecher durch den Kanal in Häuser einsteigen. Das ist zweimal verschieden vorgelesen, oder? Das ist einmal so? Ich weiß nicht genau, wofür hier überall diese Gitter sind. Und? So. Ich weiß nicht genau, wofür hier überall diese Gitter sind. Das ist cool. Sowas fällt mir dann irgendwie schon auf, wenn man so Videos dreht und alles zweimal aufgenommen, verschiedene Art. Nee, aber weiter geht's hier natürlich irgendwie nicht. Nach links oder von wo kommen wir überhaupt? Muss ja froh sein, wenn ich nicht. Ich glaube, wir kommen von da. Gehen wir mal darüber. Wir kamen von hier und sind darüber, also gehen wir jetzt darüber. Ja. Puh. Also das ist aber auch nicht ohne, da jetzt wirklich den Weg zu finden. Weiß nicht, wie lange das geht, bis ich da mal irgendwie weiterkomme. Na super, jetzt habe ich es aber gesehen. Der Seelenschlüssel hält seine Klappe zum Glück. Hier war ich doch eben schon. Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Schlecht. Wo geht's denn dahin, wo wir am Anfang waren, wo man nach rechts konnte? Das könnte doch vielleicht auch noch was sein. Ich bin nicht sicher. Boah, das stinkt. Aber auch da waren wir doch schon, oder? Ich laufe jetzt einfach mal zu, bis mir irgendwann vielleicht... Warum läuft er denn so schnell? Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Vielleicht, weil ich falsch geklickt habe oder so. Wir kamen doch von hier, oder nicht? Wenn ich wieder zum Anfang wollte und dann nach rechts gehen. In diesem Abschnitt stinkt's besonders schlimm. Jetzt bin ich im gleichen Tunnelabschnitt wie gerade eben. Ich mach mal Doppelklick, weil es da leichter ist irgendwie. Ah, jetzt ist was neu. Was ist das? Eisenstange. Halt, erst mal anschauen vielleicht, oder? Eine Metallstange. Aber was hab ich damit? Da steht eine Metallstange an der Wand. Ich nehme sie mit. Man weiß ja nie. Tu das. Sehe ich ein, dass man es vielleicht brauchen kann. Die Metallstange ist einen guten Meter lang. An der Spitze ist sie durchgerostet. Der Rest macht aber noch einen verhältnismäßig stabilen Eindruck. Okay. Von mir aus. Wir gehen mal hier weiter. Da waren wir ja offensichtlich noch nicht. Scheinen wir ja auf der richtigen Fährte zu sein, wenn ich das mal so sagen will. Ah, jetzt sind wir... Ah. Das wäre also das gewesen, wenn man nach rechts geht. Ach so. Ja gut, aber... Naja, gut, aber... Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Also da wäre das rechts gehen gewesen mit der Metallstange.
Hm. Wir sind dann vorhin nach links. Da könnte man jetzt das machen oder das. Was ist denn jetzt, wenn man da rechts geht? Vorhin sind wir nach links. Das war, glaube ich, das mit der Ratte. Und dem Holzbalken. Kann ich denn vielleicht irgendwie diesen? Was, das war ich ja schon überall. Scheint zu halten. Scheint zu halten. Sicher? Nicht, dass ich sterben kann in dem Spiel. Ich speichere mal. Ich habe keine Lust, das alles nochmal neu machen zu müssen. Man kann ja auch sterben. Das haben wir ja mitbekommen. Das möchte ich jetzt ungern alles neu machen müssen. Ich bin froh, dass ich das bis hierhin geschafft habe. Der Balken hält das Gitter offen. Die Frage ist nur, wie lange er das tut. Welcher Balken? Ich habe da gar keinen Balken hingemacht. Das war uns auch ein Fehler. Und was wetten wir, wenn ich jetzt da durchgehe, macht's Rotzen und ich bin tot? Und dann muss ich drauf kommen, dass ich den Balken hinmachen muss. Das hätte ich jetzt aber sowieso gemacht, das bietet sich an. Wetten, dass wir ich da jetzt durchsteige? Ein echter Traum. Verreicht's mich? Angelina wird auf 100 Meter riechen können, dass ich zu ihrer Rettung nahe. Wie jetzt? Das geht doch jetzt schief, oder? Wette ich alles drauf. Das war so klar. Also da, das war jetzt nicht schwer, deswegen habe ich auch gespeichert, da drauf zu kommen, dass das jetzt schief geht. Da hat sogar ein Autosave gemacht. Was ich sehr fair finde. Damit man jetzt nicht, na ihr wisst schon. Aber wir können unser nehmen. Das war auf jeden Fall ein Fehler bei dem Rechtsklick. Aber es war klar, oder? Der Balken muss dazwischen. Was sagt's ja sowas der hier? Der Balken hält das Gitter offen. Die Frage ist nur, wie lange er das tut. Ja, das hätte ich aber auch so geahnt. Also, das ist klar. Jetzt ist besser. Macht Sinn. Das ist logisch. Was soll das sonst sein? Jetzt müsste es halten. Jetzt stimmt auch die Aussage. Der Balken hält das Gitter offen. Also jetzt stimmt auch die Aussage. Jetzt können wir durch. Ein echter Traum. Aber das verstehe ich nicht, was er damit sagen will. Angelina wird auf 100 Meter riechen können, dass ich zu ihrer Rettung nahe. Weil er durchnässt ist oder sowas. Also durchnässt ist und stinkt oder wie meint er das jetzt? Jetzt müsste es gehen. Aber man kann schon sterben, also. Ach klar. Wenn Angelina hier ist, ist sie auf jeden Fall auf dieser Seite des Gitters. Na gut, jetzt sind wir schon mal ein Stück weiter. Links, rechts und auch rechts. Also ein Stück weiter sind wir schon mal. Schauen wir uns weiter um. Ich krieg's irgendwie hin, denke ich. Hoffe ich jedenfalls. Muss ja. Muss ja. Hier ist nichts. Gehen wir mal weiter. Der Seelenschlüssel ist ruhig. Zum Glück, sonst fängt das sich womöglich die ganze Zeit auf. Habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Wie diese Adventures immer normal anfangen. In einem Haus oder ganz normal. Und immer in irgendwelchen Katakomben enden. In irgendwelchen Pyramiden, Grabstätten oder was weiß ich wo. In einem Raumschiff oder so, oder? Es fängt immer ganz harmlos an. Zu Hause bei ihm oder im Bett oder so und endet. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich so irgendwo hinklicke, macht er da einen auf Speedy. Ne, es endet immer so etwas total Unnormalem. Okay, was ist das? Eine Röhre? Eine Kette, die ich nicht anklicken kann? Aha. Eine Röhre, die schräg hinabführt. Und hier hängt? Das ist ein Stück Stoff. Könnte von einer Bluse sein. Na, ich bin dicht dran, oder? Und es scheint noch nicht lange hier zu hängen. Ich hoffe, das ist nicht von Angelina. Aber von wem sollte es sonst sein? Da bin ich ja instinktiv richtig gelaufen, wa? Die Röhre führt steil hinab. Ich kann nicht erkennen, wo sie aufhört. Sie ist groß genug, um hineinzuklettern. Ob sie dort unten ist? Angelina! Angelina! Nichts. Aber einfach reingehen ist nicht gesund. Oder? Wir speichern nochmal. So ganz wohl ist mir dabei nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Machen wir mal drei. Also einfach reinklettern ist mir nicht wohl. Deswegen lieber mal speichern. Ich hoffe nur, die Röhre wird unten nicht schmaler. Und dass ich einen Weg zurück nach draußen finde. Ah, er geht schon rein. Okay, ja, das kann mal was geben. Verdammt rutschig. Als hätte jemand die Röhre mit... Okay.
Verdammte! Als hätte jemand die Röhre eingeölt. Ist das Licht kaputt gegangen? Der dämliche Seelenschlüssel ist zersprungen. Ich kann nicht mal die Hand vor Augen sehen. Ich habe noch den Fotoapparat. Das Blitzlicht könnte helfen. Was sag ich denn? Hab ich schon mal gesagt. In der letzten Folge. Also die Richtung hat schon mal gestimmt, die ich gelatscht bin. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts verpasst, aber ich denke, außer Sackgassen werde ich da nichts gefunden haben sonst. Für Licht sorgen. Ich meine, das kennen wir schon. Irgendwas, was ihr gehört habt, haben wir jetzt nicht wirklich gefunden, bis auf das Stück Bluse. Also, für Licht sorgen. Das Blitzlicht meines Fotoapparats sorgt nur kurzfristig für Licht. Und früher oder später werden die Batterien leer sein. Ich brauche eine andere Lichtquelle. Ja, schon, aber... Ich meine, man sieht halt nichts. Aber so ein bisschen sehe ich es, wenn er läuft. Ja, ganz hier ist so etwas wie eine Metalltür. Hier ist eine Art Griff, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Erinnert mich an Indiana Jones, also das Adventure. Da gab's, auch sowas. Das ist... Es fühlt sich wie grober Stoff an. Aber viel schwerer. Und es ist sehr lang. Ein Schlauch. Ich möchte es erstmal, bevor ich Blitzlicht bin, dazu erstmal alles untersuchen. Ich finde es lustig irgendwie. Es macht irgendwie Spaß, so wenn er da so ein bisschen rumtastet. Ein Metallding. Ein Eimer. Das ist... Da ist irgendwas Schleimiges drin. Öl. Altes, abgestandenes Öl. Damit hat er vielleicht das eingeschmiert. Vielleicht ist das eine Falle. Ich find's lustig erstmal so. Ein bisschen sieht man was. Hier liegt etwas sehr Kaltes. Metallisches. Eine Stange oder ein Rohr. Nehmen kann ich ja davon nichts, oder doch? Ja, habe ich jetzt erstmal nichts nicht vor. Was ist eigentlich, wenn ich irgendwas nochmal drücke? Die Tür zum Beispiel oder so? Es geht nicht. Ich bekomme die Tür so nicht auf. Ich brauche vernünftiges Licht. Ja, und der Schlauch? Was ist damit? Kannst du den mitnehmen? Müsste ein Schlauch sein. Was haben wir denn noch? Da ist noch irgendwas. Das ist der Seelenschlüssel. Oder das, was davon übrig geblieben ist. Er ist in mehrere Teile zersprungen. Damit kann ich nichts mehr anfangen, fürchte ich. Was ist das? Was ist das? Etwas Weiches. Ein Lappen. Könnte er nehmen. Und was ist das da oben? Licht oder was? Lichtbirne? Irgendwas? Das ist die Röhre, die ich hinuntergerutscht bin. Man kann eine schmierige Substanz auf dem Boden fühlen. Ach, keine Chance. Ich habe keinen Halt und ich kann mich nicht hochziehen. Na gut, gesehen haben wir so gesehen alles. Wir könnten mal das machen mit dem Licht, nur was soll das bringen? Vor allen Dingen, der wird es ja gar nicht nutzen. Also ich kann es ja nirgends drauf anwählen. Fotoapparat ist zwar da, aber ja toll, er will es ja gar nicht machen. Er sagt ja was von wegen Blitzlicht und so weiter, aber ich kann ja die Tür zum Beispiel gar nicht blitzlichten. Ich weiß jetzt nicht so recht, wie das gehen soll. Das ist eindeutig nicht mehr der Kanal. Aber was ist das hier? Es sieht beinahe wie ein Bunker aus. Oder ein Gefängnis. Ja, cool gemacht ist ja schon, oder? Ja, ist ein schönes Adventure. Was es auch ist, ich muss raus hier. Und ich brauche eine andere Lichtquelle. Wir nehmen mal dieses Metallrohr. Ich weiß nicht, was das soll, aber wir können es nehmen. Aber was soll das? Wozu? Es ist wirklich ein Rohr. Etwa 50 cm lang und ziemlich schwer. Kann ich die Tür aufhebeln damit? Ein Metallrohr. Etwa 50 cm lang und recht schwer. Kann er den Lappen oder konnte er den Lappen mitnehmen? Ich glaube ja. Ich habe eine Idee. Metallrohr, Lappen rumbinden, Fackel. Ich hab ihn. Aber... Ah, das Öl. In Öl tunken. Oder? Ein alter Putzlappen. Völlig eingetrocknet. Wisst ihr, was ich meine?
Fackel. Ich wickle den Lappen um die Stange und stopfe ihn oben etwas in die Öffnung. Ja, so müsste es halten. Und dann ins Öl tauchen und anzünden mit dem Streichholz, was ich noch habe. Ein Metallrohr mit einem Lappen am Ende. Ja. Eine weitere große Erfindung von mir. Ich weiß. Also ich könnte es mir denken. Schlauch, wo war das jetzt mit dem... Genau. Das da meine ich hier. Am Boden des Eimers befinden sich einige Zentimeter Öl. Genau. Nicht auf den Schlauch, aufs Öl. Ich tunke meine selbstgebaute Fackel ins Öl. Jawohl. So, sie ist mit Öl getränkt. Na, jetzt aber. Nochmal. Das ist von Angelina, gell? Es ist zu dunkel. Achso, Verzeihung. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das ist eine prima Fackel. Na, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ich steck das mal hier in die Wand. Keine Lust, dass mir heißes Öl über die Finger läuft. Mein letztes Streichholz. Sehr gut. Na also, das hat doch funktioniert. Auch ein schöner Screen, oder wie soll ich sagen? Auch schon wieder Screenshot wert. Sorry. Jetzt haben wir noch einen Tagebucheintrag. Für Lichtsorgen haben wir geschafft quasi. Finde einen Weg hinaus. Ich sollte diesen Raum verlassen und weiter nach Angelina suchen. Ja, das sehe ich sogar noch ein. Okay, jetzt können wir uns, glaube ich, erstmal in Ruhe umschauen. Auch bei Licht sieht das aus wie ein Schlauch. Und den brauchst du wofür? Auch bei Licht sieht das aus... Wassertank. Zwei riesige Metalltanks. Vielleicht für Treibstoff oder Öl. Könnten aber auch Wassertanks sein. Vor allem sind sie alt gefühlt. Oder sehen alt aus. Auslass. Eine Art überdimensionaler Wasserhahn. Daran ist ein Anschluss für Schläuche. Das scheint einfaches Wasser zu sein. Das heißt das daran, aber wofür? Gefrieren und dann durchbrechen? Nee, keine Ahnung. Aha. Kein Wunder, dass ich die Tür im Dunkeln nicht aufbekommen habe. Sie ist durch eine Stange blockiert. Und es ist eine Schiebetür. Das verraten die beiden Metallschienen an der Wand und auf dem Boden. Das spricht dafür, dass ich mich in einer Art Bunker befinde. Dort gibt es meistens Schiebetüren, weil sie sich auch nach Explosionen noch öffnen lassen. Die Tür kann man nicht so einfach öffnen. Diese Stange? Die Metallstange verhindert, dass die Tür geöffnet wird. Ja, nimm sie doch. Oder geht das nicht? So kann man die Tür natürlich nicht öffnen. Ich nehme sie weg. Okay. Brauchst du die noch oder lässt die jetzt da? Ja, und jetzt kriegt man sie auch nicht auf, oder was? Auch trotzdem. Die Tür kann man nicht so einfach öffnen. Okay. Ich brauche keinen Eimer. Nicht. Vielleicht kann ich damit die Tür öffnen. Und was soll das mit dem Kabel? Hier hängen ein paar lose Kabel aus dem Kasten. Hier hängen ein paar lose Kabel. Aber was soll ich damit? Sieht aus, als wären die mit Absicht rausgerissen worden. Ich steck sie wieder rein. Dann wollen wir mal sehen. Oh, da gibt es sogar einen Lichtschalter. Das hier müsste der Schalter für die Tür sein. Leicht zu erkennen an der Beschriftung. Na bitte, geht doch. Okay. Na, das war doch jetzt einfach. Ich vermute mal, das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ich vermute mal, wenn man gedrückt hätte oder so, hätte er vielleicht sowas gesagt wie, ja, keine Ahnung. Es hat keinen Strom oder so. Ich muss erst schauen, warum das Ding keinen Strom hat. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie... Habe ich da noch ein Safe geben, um das zu überprüfen oder sowas? Mit euch zusammen? Ich glaube nicht, oder? Hätte ich jetzt sogar für euch gemacht. Aber da habe ich, glaube ich, nichts mehr, was jetzt in der Nähe ist. Nur noch die Rutschparty. Wenn ihr wissen wollt, was er gesagt hätte, wenn ich keinen Strom gehabt hätte, dann kann ich das in der nächsten Folge euch nochmal zeigen. Ich schätze mal sowas wie, der Kasten lässt sich nicht bedienen, er hat keinen Strom oder so. Keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, so spannend es jetzt auch ist und jeder wahrscheinlich möchte, dass ich durch diese Tür gehe, ist die Folge durch. So leid es mir tut.
Aber es werden natürlich weitere Folgen kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es sehr spannend, muss ich sagen. Und es war mal was anderes. Doch ein bisschen abwechslungsreich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein Like da lassen würdet, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht abonnieren. Und wenn ihr abonniert habt, die Glocke anmachen, damit ihr mitbekommt, wann neue Folgen am Start sind. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Session und in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.